Und damit ein Hey und herzlich willkommen zu... Wir setzen die Reihe fort. Leute, wir sehen uns heute Arena 2 Spieler an. Ja, Arena 2, also wir setzen das Format halt fort. Im ersten Video haben wir halt Arena 1 Spieler angesehen, das könnt ihr auch gerne mal abchecken. Ja, und jetzt sehen wir uns halt Arena 2 Spieler an. Let's go. Ach Leute, lasst mal auf Ehren Like und ein Abo da. Würde mich mega supporten. Ich will unbedingt die 10 Abonnenten noch knacken. Okay, erstes Match Instant Level 1 gegen Level 1. Was war das jetzt? Und warum setzt er keine Pfeile auf die Skelettarmee? Hä? 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 Also erstes Match? Hä? Muss man, denke ich, nicht verstehen. Okay. Nächste Level 1 Bomber. Wie viel Schaden würde es geben? Ach, so wenig. Also. Der hat halt auch den Feuerball absolut auf den King Tower gemacht. Aber Leute, was ich sagen wollte, dieses Video soll jetzt niemanden haten, weil er irgendwie lost ist oder so. So, es dient einfach nur zur Unterhaltung so. Was ist das für ein Feuerball? Okay. Alter, wie krass das aussah. Der Valkyrie. Krank. Er geht, boah, schönes Garmi auf der anderen Seite. Das Koboldfass wird jetzt Druck machen. Der Bomber dreht sich nicht um. Nein. Achtet auf die Skami am King Tower. GG. Alter. Leute, schreibt mal alle ein fettes Hashtag GG in die Kommentare. Alter. Krasse erste Runde. Also, was heißt krass? Halt aus richtig lost. So. Hä? Ist das ein Fernsehturm? Leute? What? Den ziehen wir uns rein. Hä? Wie hat er jetzt schon einen Fernsehturm? Hä? Muss man nicht verstehen. Okay. Szenario gegen Marmad. Alles klar. Ich bin gespannt. Okay, Koboldfass. Hä? Wo hat er den Prinz platziert? Okay, er geht rein. Er ist so. Hä? Was ist das für ein Koboldfass? Alter, der. Oh, der Inferno-Turm. Nee, der war komplett lost. Blöde. Hat er Schaden schon mal gemacht? Kobolde oder Mini-Packer? Nee, kein Hit. Okay. Kobold oder Ritter? Oh, sorry, Leute. Schöner Hunter. Okay. Guter Prinz. Kobold fast in den Rücken. Keine Ahnung warum. Turm ist. Nee, Turm ist da nicht weg. Nee. Oder? Ja, doch, er ist weg. Okay. Wird interessant. Level 3 gegen Level 3, by the way. Ritter oder Mini-Packer? Mini-Packer. Da muss jetzt Kobolde kommen, Kobolde und Ritter. Hat er vielleicht Legs? Was ist das für ein Riese? Also bisher sind gefühlt alle Spieler lost. Ach und Leute, ich habe mir auch noch ein richtig krasses Highlight-Match rausgesucht, das ultra geil war.
Also ich sehe mir ab und zu, also ich sehe mir ein, zwei Videos schon mal an, also ein, zwei Runden an, bevor ich das Video dann aufnehme, so. Damit ich so die geilsten Sachen, Matches für euch raussuchen kann. Auf Ehre. Das Kobold was? Oh ne, das Kobold, okay. Jetzt Hunter, der wird alles wegrasieren. Ja. Oh, Mini-Packer bei den Rücken. Das Koboldfass. Oh, Alter, das Koboldfass. Okay. Wer wird gewinnen? Beide sind auf jeden Fall nicht schlecht. Das gebe ich zu. Okay. Der andere Seite Mini-Packer. Oh. Der Mini-Packer fokussiert noch den Riesen. Quatsch. Den Ritter. Okay. Riesenmoser, ja, Riesenmoser verteidigen. Schlechter Feuerball, weil er halt nicht den Turm getroffen hat. Sonst wäre es ein guter Feuerball gewesen. Kobolde holen nochmal wichtig Value raus. Das Koboldfass. Alter. Das ist, oh mein Gott. Ich muss nur verteidigen. Ein Feuerball reicht, glaube ich, aus. Da müssen da keinen kommen. Oder nee, doch nicht. Andere Seite. Nein. Nein. Oh. Nein. Der eine Speer vom Speerkobold. Nein. Leute, der hat minus eine Trophäe gemacht. Nein. Ja. Guck, der hat Eisgolem. Leute, ich check es nicht. Also for real, hä? Woher haben die die Karten? Hä? Der Gegner denkt sich auch nur absolut. Bruder, was ist das für eine Karte? Ich habe die hier noch nie gesehen. Boah, Level 5er Bombe. Okay, beide geslowt. Ich würde... Es ist halt Schaden. Das ist Schaden. Alter, und die Skelette, die können immer wieder ein Skelett der Hexe. Okay. Er geht andere Lane mit Schweinereiter. Der Eis. Nein! Die Skami ist nicht wanted weggestorben. So wie es normal immer ist. Nein. Hä? Was ist das für ein Grabstein? Andere Seite auch Hunter. Will er nicht verteidigen? Level 5er Skelette auch. Okay. Bomber, Bomber. Hä? Also Leute, das muss man for real echt nicht checken, ne? Da muss jetzt Bomber oder Pfeile kommen. Ach ne, oder? Carryen schon allein die Sperrkobolde. Die werden Also ich sag, die wären weggestorben. Schreib's mir mal in die Kommentare. Guter Grabstein. Obwohl, der war nicht optimal platziert. Er muss auf jeden Fall auf der linken Seite reingehen, weil er da fett Schaden gemacht hat. Er lässt sich irgendwie nur auf die rechte Seite. Keine Ahnung warum. Hä? Ey, Alter. Alles ist weggestorben. Er geht jetzt andere Seite mit Schweinereiter. Er braucht noch den Turm. Setz bitte Pfeil auf. Setz doch Skyle auf die. Ja, Skyle, genau. Skami! 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 Wo platziert er dich hin? Ach Leute, dieses Video soll jetzt natürlich jetzt niemanden schlecht reden oder so. So, es dient nur zur Unterhaltung. Der ist irgendwie nur defensiv geblieben. Und ist nicht auf der linken Seite reingegangen. Das war sein Problem. Ja, GG. Also, ja. Was soll man sagen? War nicht optimal gespielt. Ja.
wir schon auf. 10 Minuten. Okay, dann jetzt, Leute, das absolute Highlight-Match. Weil da waren zwei richtig gute Spieler dabei. Und einer hatte sogar Elite-Barbaren. Man, keine Ahnung warum. Und, hä? Ich find's nicht. Hä? Bitte find. Ja, hier. Das ist so ein krasses Match geworden. Let's go. Beide waren so gut auch. Ach, und am Ende jedes Videos, wenn ich auf eine Arena reagiert habe, sage ich dann auch immer meine Meinung zu den Arena-Spielern. Okay. Nun. Prinz dran. Er geht nur rein. Turm ist weg. Aber auf beiden Seiten. Oder? Ja, doch, der Schweinereiter holt. Okay. Interessante Elite-Barbaren. Er muss auf den Prinz achten. Juckt ihn nicht, er geht all in. Hä? Also jetzt mal for real. Hä? Hä? Der Turm ist fast weg. Digga. Ich muss jetzt absolut nur noch Pfeile, also einmal Pfeile und einmal Feuerball, das reicht schon aus, glaube ich. Ja, oder er bleibt defensiv, okay. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Prinz? Wisst ihr, was das Problem ist an Mirko 09? Der spielt nur aggressiv. Guck mal. Die Musketierin wird noch einen Hit rausbekommen, wenn der nichts setzt. Aber Steven, der bleibt komplett passiv. Hier, Musketieren wird Hit bekommen, oder? Ja, wird. Ja. Guck mal, wie Glück. Alles. Skami. Er muss Skami setzen gegen den Prinz. Die Elite-Barbaren auf der anderen Seite. Was? So knapp. So knapp. 124 AP. Okay, Leute, das war's dann auf jeden Fall mit dem Video. Haut rein. Ah ja, und meine Meinung noch. Meine Meinung zu den Arena 2 Spielern sind, man hat sie auf jeden Fall extremst verbessert von den Arena 1. Und ja, ich denke mal morgen oder übermorgen wird dann auf jeden Fall das Video zu Arena 3 kommen. Bis dahin, haut rein und ciao.